So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Flatout Ultimate Carnage. Ja, wir waren ja beim Thema Gameboy, ne? Also diese Ziegelsteine mit Display und Knöpfen. Also, kennt ihr eigentlich diese AA-Batterien? Die man vielleicht in Fernbedienungen kennt. Na gut, die neuesten Fernbedienungen haben nur so eine kleine, die man eigentlich in den Reiplayer reinmacht. Aber gut. Also die ein bisschen dickeren Batterien, die da haben im Game Boy 4 Stück, musste es da reinmachen. 4 Stück! Und der hat so viel Strom gefressen einfach. Ja, das weiß ich noch. Das kenne ich auch zu gut. Boah, ich habe auch damals mal So, Street Rumble Cup haben wir gemacht. Level 2 Motor Raceway. Machen wir mal. Ich habe ja damals mal einen Coca-Cola Walkman gehabt. Ja, sowas gab's damals. Also, wer nicht weiß, was ein Walkman ist, das ist halt ein Kassettenplayer, ein mobiler. Konntest du Audiokassetten reinmachen und so Musik hören über Audiokassetten. Und das gab es halt damals in Form einer Coca-Cola-Dose. Habe ich damals auch gehabt, sogar zweimal, weil da eine kaputt gegangen ist. Die habe ich ohne Ende gefeiert damals, weil ich die einfach geil fand, ne? Steckst du einfach mal eine Coca-Cola-Dose in die Tasche und da kannst du mit Musik hören, weißt du? Steckst du Kopfhörer rein. War super. Ja. Ja, ich kann da auch mal, wer es nicht glaubt, kann ich da auch mal vielleicht ein, zwei Bilder einfügen. Im Video gleich. Zum Beispiel jetzt. Das nächste wird jetzt. Oder das nächste Bild auch jetzt. Ich meine, ja. Der Zukunfts-Rontex wird es schon richten. Ne? Was? Ich habe nichts erreicht. Oh. Ich meine, schön. Das ist schön, wenn man das nochmal machen muss. Voll, das freut mich. Nee, aber so sahen die Dinger aus. Und ja. 54 Sekunden muss ich schaffen. Na dann streng dich mal an. Ja, ist ja gut. Und laber nicht so viel. Dann kannst du dich nämlich nicht konzentrieren. Ja, ist ja gut. Ich streng mich ja schon an hier. Chill. Chill your life. Oh. Oh. Das war schlecht. Ich kann hier überhaupt kein Nitro machen. Überhaupt nicht. Aber. Mein Auto. Das war auch mein Auto. 45. Oh, oh. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja gut, haben wir Bronze. Das ist auch super. Ich hätte es besser gemacht. Alter, ich watsch dir gleich eine. Na gut, dann sage ich mal nichts mehr.
Das letzte Mal, wo du mir das gesagt hast, mir wirklich eine gewatscht. Deswegen. Ja. Das ist der 68. Part schon, wa? Geht ja voran. Das geht ja vor, das geht ja nach vorne. Ja, Walkmans war, habe ich damals schon gehabt. Ich habe sogar damals schon mal schon einen Walkman gehabt, wo man eine Taste drücken konnte und der hat die Kassette bis zu dem Lied vorge-, also das nächste Lied, also das Lied übersprungen quasi und das nächste Lied angemacht. Das war sehr innovativ. Habe ich sogar mal eine Stereoanlage mit gehabt, mit der Funktion. War echt geil. Das muss man sich so vorstellen wie bei einer CD. Wenn du jetzt eine CD drin hast, magst das Lied jetzt nicht hören, drückst einfach weiter und dann, ne, geht das Lied, nächste Lied an. Nur, dass beim Walkman oder bei der Stereoanlage das halt ein bisschen gedauert hat, wegen dem Vorspulen der Kassette. Ja, war schon sehr innovativ. Obwohl es eigentlich auch Macken hatte. So, wir machen denn den Special Street Circuits Cup. Ja. Den machen wir dann noch. Und ich, ja, schaffen wir den noch? Was meinst du, Bro? Ja, den schaffen wir noch. Wenn ich wegen dir jetzt Überlänge habe, dann kriegst du im nächsten Part eine gewatscht. Ach Mann. Ja. Was verspreche ich dir? Ja, dann beeil dich jetzt. Ja, mach ich mal. Ja. River Bay Circuit 1. Oh, dann machen wir ein schönes Rennen. Bam! Hat nicht so viele Leute. Ich soll nur das Rennen schneller beenden. Damit ich dir keine Watschen kann. Aua! YOLO! YOLO! Alter, was haben die für Froschbüsche gemacht? So ein Fass. Ja, den beeil dich. Alter, bleib doch mal ruhig. Weißt du, jetzt wo ich das gesagt habe, dass ich an den watschen werde, wenn das in dem Part jetzt nichts mehr wird, oder wenn der Part Überlänge kriegt, dass ich an den watschen werde, Alter, jetzt bist du extremst. Also extremste darauf, dass ich hier die Rennen schnell mache. Ich meine, gut, das spart Zeit, natürlich. Alter, was machst du denn? Da. Blöder Kackgegner. Oh. Das wollte ich jetzt nicht. Mann, beeil dich. Du bist Achter. Ist doch gut, Mann. Alter, ich hab noch 3 Runden, Alter. 3 Runden. Weißt du? Chill doch mal. Chill your life. Yeah. Die Musik von Painkiller. Vom Looney Park. Feier ich Jemen. Mein Wagen sieht auch sehr gesund aus, würde ich mal sagen. Wow. War dein gejubelter Motor? Ich komme gar nicht an dir vorbei. Ich komme dem anderen ran. Ja, der fahr doch mal besser. Ich fahr doch schon besser.
gerade meine Front verloren. Ja. Bam. Nein! Ja, obwohl ich sie gerammt habe. Nun, natürlich. Äußerst logisch. Bam. Fünfter, vierter. Alter, vierter? Ich bin vierter? Hab doch gesagt, beeil dich. Toll, jetzt kannst du den ganzen Scheiß nochmal machen. Ja. Mann, das ist schon bei 10 Minuten. Seh zu, dass du Erster wirst. Hat Leute wieder Panik schiebt gerade. Alter. Alter! Geh mir vor der Seite. Alter, wieder Panik schiebt. Merkt ihr das? Wie mein Bro Panik schiebt. Nur weil ich ihn keine klatschen soll. Wieder Panik schiebt. Ey. So unfassbar. Das tut ja auch mehr weh, wenn du das machst. Ja, ich meine... Ich weiß ja nicht, ich meine, eine Schelle muss halt weh tun. Das ist halt so. Wow! Eine Schelle muss halt weh tun, das ist halt so. Und das, ja, das, kann man halt nicht anders machen, ne? Ja, so sieht es eigentlich ganz gut aus. War mal weiter so. Ja. Nein, aber nicht so. Ja, ist ja gut. Ich, Alter, wie der Panik schiebt. Der macht mir so einen Stress gerade. Das ist unfassbar. Schön ordentlich warm. Ja, ja. Bro, ich gebe ja mein Bestes. Dein Bestes scheint aber nicht gut genug zu sein, ne? Gott. Nein. Boah, ich bin jetzt schon Vierter. Ich meine, gut. Ich könnte jetzt... Ich könnte jetzt noch was reißen hier, aber... Vielleicht will ich dir auch eine watschen. Na toll. Du machst das ja extra, das ist ja blöd. Nein, ich mach das nicht. Das war nur ein Scherz. Ich bin ja schon Mühe. Nein, nicht schon wieder. Siehst du, nicht gegen die Wand gefahren. Das ist schon mal nice. Und wo zur Hölle sind die anderen denn bitte? Warum? Mit der Benden, Alter. Der Benden, ne? Der ist so overpowered teilweise. Sag mal. Leck mich! Alter. Ich kann kotzen. Du! Mach mal Pause. Ja, mach Pause. Was willst du sagen? Das gilt jetzt nur... Du watschst mir jetzt keine, weil du jetzt dauernd Pause machen musstest. Ach, ich soll Pause machen und du sagst mir, ich soll Pause machen und sagst mir dann, dass ich dir keine watschen soll, wenn ich Pause mache. Natürlich. Nein, das meine ich doch gar nicht. Ja, was denn? Na, wenn jetzt das Rennen neu startet. Das geht doch alles oft in der Zeit. Ja. Dass du mir dann vielleicht im übernächsten Part dann erwatscht, wenn das jetzt nicht so klappen will. Wenn das ein ganzer Fail-Part wird. Ja, das kann ich mir überlegen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Kann man machen. Das kann man machen.
Aber mach nicht mehr so viele Unfälle jetzt. Und fahr mal ordentlich. Und schließen wir drei Runden. Ja, ist ja gut. Nebenstrecken sind auch blöd. Das habe ich eben rausgefunden. Und deswegen bin ich 12 da. Meine Zünder. Oh mein Gott. Warum ist das hier, ey? So viel mache ich doch gar nicht falsch. Na gut, ich fahre ein paar Leute hinten rein. Ramme die irgendwie weg oder so. Und mache selber vielleicht ein paar Unfälle, aber... Ist das so gravierend? Ja, scheinbar schon, ne? Ja, aber trotzdem, ich meine, so viel mache ich doch auch nicht falsch. Guck mal, jetzt bin ich siebter. Ich bin eigentlich ganz ordentlich gefahren. Was geht? Du warst ja auch zwölfter, ne? Ja, ist ja richtig, aber... Muss auch eben trotzdem den Effekt haben. Autsch. Jetzt bist du doch einen hinten reingefahren. Ja, das ließ sich aber jetzt nicht verhindern. Also ich fahre hier so ordentlich wie ich kann gerade. Nein! Haha, das sieht man! Sag mal, halt's Maul! Sonst wasche ich dir vorher eine. Ist ja gut. Ich bin schon wieder fünf da. Und wegen dem anderen Scheiß da, weil die... Weil die blöde Sch... Die musste mich ja ausbremsen. Die musste ja bremsen, dass ich in ihr reinfahre. Und mich so wegschleudern quasi. Sowas hasse ich. Haha. Was? Was haha? Du musst was zensieren. Aber trotzdem, auch wenn ich drin zensiere, ist mir auch scheißegal. Meine Fresse ist doch blöd. Das ist so krank, ey. Und ich bin Dritter. Das geht. Werd wenigstens mal Zweiter. Ich versuch. Mann, ich jump über jeden Scheiß drüber hier. Meine Fresse. Ein Wunder, dass ich Zweiter bin gerade. Wo ist denn der Erste? Wo ist denn der Erste, bitte? Was hat er für einen getunten Motor, Mann? Wo denn? Wo ist der denn? Wie heißt der? Oder die? Ja, genau. Die hat 5 Sekunden Vorsprung gehabt? Was hat die denn für einen getunten Motor, Mann? Was muss die denn für einen getunten Motor haben, bitte? Dass sie 5 Sekunden Vorsprung hat. Ist sie behindert oder was? Alter. Ich glaube, ich brauche erstmal eine Raucherpause, weil... Ich meine, ich muss den Part sowieso beenden. Ich mal sagen. Bis zum nächsten Mal, Leute, wenn es wieder heißt Let's Play Flatout Ultimate Carnage. Und wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, könnt ihr mich auch abonnieren. Kommentare schreiben könnt ihr auch sehr gerne. Ich freue mich über jeden Kommentar. Außer Spam. Und ups, Schluck auf. Und meinen Schluck auf werde ich im nächsten Part besiegen. Und ja, bis dann, Leute. Tschüss.